So, haben wir den eigentlich mitgenommen, den lieben Boats? Das haben wir. Und ich würde sagen, wir müssen uns eigentlich gar nicht großartig vom Schiff begeben, sondern wir können es gleich hin teleportieren. Wir haben ja noch irgendwo einen Transporter hier in der Nähe, genau. Und einen, den wir hier noch aktivieren müssen zum 10.000. Mal, was ich immer noch nicht getan habe. Und theoretisch könnten wir doch möglicherweise auch schon jetzt uns ins Land jenseits der Mauer begeben, oder? Jenseits dieser Riesenmauer, da danach. Also wir müssten mittlerweile. Na, Kamil? Ja, wir müssten mittlerweile stark genug sein, um diverse Schattenwesen abzuwehren, da diesen Dschungel auch irgendwie zu durchqueren. Ich bin sehr gespannt. Wo sind denn hier die lustigen Zauberer? Wo sind überhaupt alle? Da ist einer. Goldfalle kannst du behalten. Tenya! Nee, du bist offenbar niemand, der mir helfen kann. Wo ist denn der komische Häuptling hin? Ist das der oben, der sitzt? Scheinbar. Es wirkt so leer gerade, das ganze Dorf. Kyoto. Achso. Hast nicht doch ein Problem für mein. Doch eine Idee für mein Geistproblem? Hast du nicht doch noch eine Idee für mein Geistproblem? Wir Kieler können dir nicht helfen. Doch hörte ich von einem alten Volk in Kalador, die sich einst rühmten, starke, dunkle Mächte beherrschen zu können. Wer weiß, vielleicht findest du dort im Lande Kalador dein Schicksal. Ja, okay. Dann werden wir also demnächst nach Kalador aufbrechen. Aber erstmal hier ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Ich hätte auch gestanden, ein bisschen größere Sequenz erwartet oder sowas. Okay, danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Wann immer du sie brauchst, komme zu mir. Doch nutze sie für das Gute, Gucho. Denn wisse, schwarze Herzen stärken deinen Körper, jedoch verdunkeln sie deinen Geist. Denke immer daran und verlasse nicht den Pfad der Menschlichkeit. Nur so wirst du am Ende deine Erlösung finden. Naja, wir werden mal sehen. Wir speichern mal, gucken mal, ob wir irgendwas mit den schwarzen Herzen machen können. Magie vielleicht. Oder die benutzbares wahrscheinlich. Rohes Fleisch, nein. Schwarzes Herz. Maximales Blut plus 10, aber Seele minus 2. Das Herz eines Schattenlords. Wie sieht es denn gerade bei meiner Seele aus? Gemäßigt 68. Und mein Blut ist 100. Ja, das ist doch okay. Ganz ehrlich, Inventar. Snacken wir das doch mal. Haben wir zwar nur noch 66, aber 110 Blut. Ist doch ganz nett. Halten wir jetzt ein bisschen mehr aus. So, gehen wir doch mal zu der jungen Dame. Wo immer sie auch sein mag, die sich ganz gerne Piraten anschließen möchte. Ich habe absolut wirklich keine Schimmer, wo die sein soll. Also gehen wir kurz erstmal hier rüber und grasen alles ab, was es so an diesen kleinen Plattformen gibt, die hier mit den Inseln verbunden sind. Möglicherweise ist sie ja schon hier drüben. Ich erinnere mich gerade noch so ein bisschen daran, auch ein bisschen schmerzhaft daran, wie ich hier diese Pflanze gesucht habe. Versucht, diese ganzen Plateaus zu ergründen oder zu erfliegen. Und dann festzustellen, dass das alles nur eine Kulisse ist hier. Sehr ärgerlich. Na, unschuldiges Äffchen? Bist du diejenige, die wir suchen? Bahati? Nein, das bist du nicht, aber lass uns doch mal handeln. Lass uns handeln. Was haben wir denn so? Achso, du hast den ganzen Krimskrams und irgendwelche Rezepte und Papageienflug hast du, falls ich es mal brauche. Und halt die ganzen Voodoo-Rezepte. Gut, was habe ich eigentlich von dir erwartet, was du haben sollst? Vielleicht irgendwas Nützliches. Dem ist leider nicht so. Ich war unschuldiges Äffchen. Da ist leider jemand gestorben. Ich brauche deinen Knochen natürlich. Dann gehen wir also mal eine Etage tiefer. Das heißt hier die Treppe unten runter. Und nimm erstmal. Ja, irgendeinen Pfad, wenn wir ja sehen. Gibt ja durchaus reichlich. Liegt da ein Stein drauf auf der Treppe? Wollen noch ausrutschen, Mann, das ist doch gefährlich. Was würde die Versicherung dazu sagen? Was sagst du denn dazu? Yalla Yalla oder Makoto wird böse. Nichts Sinnvolles zumindest. Darüber. Ne, hier geht's glaube ich runter in den Dschungel. Gehen wir also mal hier oben lang. Und dann darüber. Da hinten könnte es tatsächlich sein. Mal schauen. Geht's auch nochmal weiter mit irgendwelchen weiteren Brücken. Alter, ich krieg ein zu viel. Saß nicht bei irgendeinem Tempel rum, bei irgendwelchen Steinen? Ach, die saß bei irgendeinem Altar rum oder irgendwas in der Richtung, nicht wahr? Das heißt, das könnte mir durchaus richtig sein. Zumindest sitzt hier überhaupt jemand und da ist ein Altar. Hallo, Miyamati. Die Piraten am Strand machen keine Probleme mehr. Die Piraten am Strand machen keine Probleme mehr. Willst du noch immer zu ihnen? Chi! Na schön.
Wenn wir hier abhauen, dann nachts. Muss ja nicht jeder wissen, was wir vorhaben. Ich muss sie auch noch hinbringen. Folglich bringe ich ins Piratenlager. Ja, aber nur wenn es nachts ist, offensichtlich. Welche Pflanzen noch hier? Nee, aber ein Goldtellerchen, die ich vielleicht danach nehmen kann. Silberteller ist auch okay. Gut. Ja, okay. Wir müssen es halt so machen. Wir speichern. Wir werden uns mal irgendwo ein Bettchen suchen. Ja, sinnvollerweise gleich hier. Werden bis nachts schlafen und werden sie dann irgendwie über die Insel führen zu den Piraten, was ich eigentlich auch wahrscheinlich nicht gerade vorhatte. Ich hätte einfach gesagt, ja, ist jetzt sicher. Für 20 Erfahrungen wohlgemerkt. Und jetzt kannst du da rübergehen und Spaß haben mit Harry. Aber, naja, gut. Wird die Folge also noch ein bisschen eine kleine Lauffolge werden, weil es ursprünglich nicht geplant war, wie gesagt. Egal. Ist hier ein Bettchen? Hier ist ein Bettchen. Hier ist sogar eine Truhe. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ah ja, auch wenn ich das hier mache mit Rost. Dann wohl nicht mehr. Du hast eine Muschelkette. Für viel Geld, sehr schön. Pistole einschüchtern und cool, sicher bringt es mehr. Schnaps der Schatten, warte ich vor Schattenwesen, hat aber nur eine Wirkungsdauer. Schnaps des Todes, zeigt die Position von Untoten an. 20 Gold, einmal eine Schockwelle für 50 Gold. Gebrauchsgegenstand, dieser Runstein erschafft eine Schockwelle, die alle Gegner mich herum trifft und ihnen Schaden zufügt. Und eine Steinfaust, dieser Runstein fügt einem Gegner Schaden zu. Okay, nehme ich alles mit. Hat sich gelohnt, hier das Dings mitzunehmen. Also dieses, das Schloss verrosten zu lassen. Ist auch schön, dass man so eine komische... Ach nee, nicht bis zum nächsten Morgen schlafen, Quatsch. Ist auch schön, bis Mitternacht schlafen. Dass wir hier so eine komische, weiß nicht, geflochtene Kiste haben, aber dafür natürlich ein Schloss noch aus Metall. Weil man diese geflochtene Kiste auf gar keinen Fall irgendwie aufschneiden könnte. Nein, nein. Aber gut, da wäre es natürlich sehr auffällig. Andererseits kann man sich auch fragen, wenn ein Schloss einfach verrostet ist, was vorher kein bisschen angerostet war, und auch wenn dessen Inhalt fehlt und es irgendwie aussieht, als hätte man es irgendwie bewegt oder benutzt über das Schloss, das wäre natürlich auch sehr auffällig, nicht wahr? Aber ich betreibe hier eine Konversation. Hat nichts mit Logik zu tun. Bist du noch da? Du bist noch da. Ich frage mich übrigens gerade, wie weit es von hier aus bis zum Piratenlager ist. Also ich glaube, wir laufen schon 5-6 Minuten dann. Na gut. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Pflanzen auf dem Weg. Ist ja auch nicht schlecht. Mia Marti, folge mir, ich bringe dich ins Piratenlager. Folge mir. Ich bringe dich ins Piratenlager. Capo Camil e Mercoto. Ja, ja, ich passe schon auf, dass eure Wachen uns nicht sehen. Mia Miti ono Moleke. Still jetzt. Verhalte dich unauffällig. Wir sollten den Wachen besser aus dem Weg gehen. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sollten den Wachen lieber aus dem Weg gehen, weil ich erst dreimal darauf hingewiesen wurde. Das heißt, wir gehen also nicht durch den Haupteingang raus, sondern durch diese, durch die Brücke hier unten irgendwie, durch diese Treppe hier unten, meine ich. So, dann müssen wir hier rüber. So weiß ich auch noch. Da oben ist Makoto, der, merkt eh nie irgendwas. Warte mal. Ich war ja trotzdem vorher mal. Jetzt hier runter. Hier muss ich ganz kurz mal unauffällig verhalten. Und jetzt hier runter. Ist hier irgendwas Sichtbares? Nö. Hier sind zwar jede Menge Pflanzen, aber nichts, was ich pflücken kann. Okay. Hier war auch, glaube ich, noch ein riesen Jadestein oder irgendwas in der Richtung. Hier ist noch eine Mauer. Die wir noch aufsuchen wollten. Ich wollte echt das drücken. Wie komme ich jetzt bitte zum Piratenlager zurück, alter Schwede? Ich muss irgendwie da lang, warte mal. Ich muss vor allem einen Weg suchen, den alle mitlaufen können. So, wenn ich mich jetzt hier ausrichte und da lang laufen würde, wäre das irgendwie richtig? Das ist schon ganz gut, ja. Gehen wir mal in die Richtung. Ein ganzes Stückchen sogar, durch den Dschungel. Folgen mir noch alle? Alle folgen mir noch, sehr schön. Ab und zu mal die Sicht einschalten, die mir offenbar nicht so richtig viel bringt. Was ist da hinten? Achso, einfach nur eine Pflanze, die auch so im Dunkeln leuchtet. Oh ja. Mia miti no yala wagucho. Bitte. Langsam laufen. Yala vaporomoko. Ja, ja. Halten unterwegs bei Steinbogen vor Wasserfall. Okay. Da. Das ist okay. Das kriegen wir hin, da zu halten. Wie kommen wir jetzt? Ah, hier. So, so. Nachts sieht man eh schon nicht besonders viel. Nicht wahr, Äffchen? Wird gespeichert, okay, warum? Ist das der Steinbogen oder bin ich hier gerade völlig falsch? Ist wirklich der Steinbogen, alles gut.
Alle da, alle da. Sehr schön. Speichern. Wahrscheinlich entpuppt sich gerade als böse Hexe und sagt mir, ha, jetzt wo du sozusagen in der Freiheit bist oder in der freien Wildbahn, kann ich dich umbringen, ohne dass jemand sieht und jemand mich verdächtigt. Toll. Feuerchen. Gucho, mi amiti choka. Was ist denn jetzt schon wieder? Gucho samo, mia ono samo. Ich verstehe kein Wort. Was willst du mir damit sagen? Kara mi amiti? Ich dachte schon, du willst, dass ich dich zum Piratenlager trage. Si. Vergiss es. Vergiss es. Gucho motao. Ja, jetzt hör auf zu jammern. Weiter geht's. Das stimmt, dass ich überhaupt dahin führen muss. So, warte mal. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Nee, lass uns über den linken Weg gehen. Der führt uns nämlich scheinbar relativ direkt zum Piratenlager. Auch wenn er etwas länger zu sein scheint. Ich guck mal mit der Sicht, ob ich noch was Cooles sehe. Hier ist aber irgendwie nicht so. Die Ente sehe ich. Das ist ganz toll. Da ist ein Wasserträger noch, nicht wahr? Leer Wasserträger. Da lang? Ja, nicht unbedingt. Ich kann auch hier hochgehen. Das reicht völlig. Aber den Wasserträger folgt mir gerade so auf. Der muss hier eh in die richtige Richtung. So, hier lang. Erneut gespeichert. Gleich mal hier hoch. Und bald müssen wir den Strand sehen. Da sehe ich doch schon den Strand, oder? Also da, alle sind noch da. Wunderbar. Speichern. Du bist noch Wasserträger, oder? Ja. Ich nehme mal von hier aus, werden dann irgendwie die Wasserfässer weiter abgeholt. Oh, du hast es gerade wirklich ins Feuer gekippt, um es zu löschen. Aber da würde ich vielleicht eine andere Kette vorschlagen. Vielleicht vom Strand aus. Egal. So, kommst du mit? Und vor allem bist du eigentlich mal glücklich, wenn ich dich mal hier hingebracht habe. Siehst du da hinten? Jede Menge Piraten. Da. Erfreu dich an ihnen. So wie sie sich an dir erfreuen werden. Mit die Hoshi ist Freund. Okay. Scheinbar bist du zufrieden. Gucho halima mia miti. Tavulele kipava. Du willst mir was schenken? Danke. Pass auf dich auf. Eine schwarze Perle, vielen Dank. Und plus zwei der Ruhm. Das hat sich ja durchaus gelohnt, würde ich sagen. War zwar jetzt eine längere Quest, aber warum nicht? Ein bisschen Geduld müssen wir auch mal haben. Was ich aber machen wollte, ich wollte tatsächlich mal mit dir ein bisschen Messer werfen, wenn ich schon mal hier bin. Was das Erbe angeht, ach ja. Was das Erbe angeht. Ich habe dein Erbstück von Flynn erhalten. Ich habe dein Erbstück von Flynn erhalten. Ah, endlich. Gib schon her. Moment, nicht so schnell. Erst die Belohnung. Ja, was willst du haben? Gold oder eine ordentliche Ladung Rum? Nö, nee, gib den... Ich behalte es und prügel das Gegenstück aus dir raus. Na, das wird wahrscheinlich Seele fordern, deswegen will ich den Rum. Ich will den Rum. Ein paar Heilträge ist doch nicht schlecht. Du haben. Und jetzt erfülle deinen Teil der Abmachung. Da hast du dein Erbstück. Endlich ist es in meinem Besitz. Okay, Quest abgebrochen, Schmiedewunden, Wundenreißer neu. Vielleicht kann ich sie irgendwie wieder wegklauen. Bereit, ein paar Messer zu werfen? Bereit, ein paar Messer zu werfen? Natürlich. Aber meinen Wurfarm schlägst du nicht. Los geht's. Und los! Na, mal sehen, was du drauf hast. Da du den ganzen Tag am Strand übst, musst du wahrscheinlich relativ gut sein. Immerhin hast du schon mal einen Punkt. Wir sind zwei Punkte, okay? Für mich war das eigentlich gesagt im Schwarzen, aber egal. So, ich hätte gerne... Ich nehme mal die 4. Das war viel zu stark. Achso, ich habe einfach nicht. Gut, dann, ja, nochmal die 4. So. Ach. Aber das war im Schwarzen, ist klar. Na komm. Die 2. Naja, das kriegen wir aber hin. Wo ist denn... Nehmen wir mal die 5 aufs Korn. Etwa dort. Zu weit, aber kriege ich wenigstens die 2. Langsam. Ich hab's doch getroffen. Das war aber echt knapp, mein Gott. Wahrscheinlich dreht er jetzt mal richtig auf, weil ich erst die 5 getroffen habe. Tatsächlich. Dann probiere ich es gleich nochmal mit der 5. So. Der unterste Strich soll mein Ziel sein. Au. Verdammter Mist. Du blinde Kuh. Ah, komm. 2 Punkte trennen uns, das krieg ich schon hin. Ah, 4 Punkte trennen uns, das krieg ich trotzdem hin. Denn die 5 ist gerade ganz oben und oben ist ja fast schon mein glückliches Händchen.
Das kriegen wir hin. Das ist doch gut. Yeah! Wenn es auch knapp war. Mann, hab ich einen Hals. Gut. Einen haben wir noch. Ich liege einen Punkt vorne. Ah, drei Punkte. Ich brauche also mindestens, ja, drei Punkte ebenfalls, um zu gewinnen. Wie sehe ich also einmal oben die 4 an? So. Oh, das war zu weit. Ah, voll die Galgenstrecke gleich. Ich kann schwarze Herzen reinigen, lieber Bones, den ich gerade völlig freiwillig angesprochen habe. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache es bringt was. Ja, leider habe ich nicht gewonnen. Das ist ja schade. Ich würde es ganz gerne nochmal probieren. Schon habe ich deinen Einsatz in der Tasche. Aber wer so nervös wirft, darf sich auch nicht wundern. So, dass ich wenigstens mal bei jedem, gewonnen habe. Mach mal weiter. Und los! Kann man das hier irgendwie abbrechen, diese... Nein, kann man nicht. Schade. Man muss also hier auch Geduld üben. Ein Punkt. Wie eben auch schon. Mal gucken, ob du wieder dieselbe Reihenfolge an den Tag legst. Ich probiere mal die 4 zu treffen. Oh Gott. Das war schlecht. Das, war richtig, ja. Oder das ist richtig. Na komm. Hier die 1. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit schlecht werfen, aber im letzten Mal einfach die 5. So. Die 5, apropos. Da. Oh Gott. Ha, du blinde Kuh. Ich treffe nicht mal die verdammte Scheibe, ey. Aber ich merke gerade, dass ich die Balken rechts auch wirklich ändern. 5. Je nachdem, wie ich, welche Richtung ich gezielt habe. Ich würde gerne die 5 machen. So. Jetzt. Oh, was? Ach komm. Brauchst du eine Seehilfe? Kann ich wenigstens einmal die Scheiben treffen? Wenigstens so, just for fun? Okay, das werde ich niemals aufholen. So. Ich versuche natürlich trotzdem, wenigstens mitzuhalten. Hier die 5. Wow, ich habe mal die 5 getroffen. Heimlich geübt, was? Ja, und zwar in den letzten 3 Würfen. Dann kannst du keine Minuspunkte bekommen. Ja gut, ich habe verloren, ist okay. Da braucht man kein großes Ding mehr draus zu machen. Ich versuche jetzt doch mal einmal die 5 zu treffen, um mich zu üben ein wenig. So. Und die Mitte. Oh, das ist... Ich sollte wirklich mal versuchen, auf der großen Längsachse zu bleiben. Und schon habe ich deine... Ja, halt die Klappe. Ich sollte wirklich versuchen, auf der großen Längsachse zu bleiben. Da kann man letztendlich besser treffen als die ganzen Seitendinger. Aber gut. Was wollte ich gerade machen eigentlich noch in Kieler? Ich glaube noch gar nichts. Wollte ich aber nochmal nachgucken. Kieler? Edes Tafelzimmer, ja, verbotene Früchte. Harry will... Ach so, ja genau, Harry. Ja, der hat auch seine kleine Ische, ist doch wunderbar. Harry! Was hältst du von mir, Marty? Was hältst du von mir, Mitty? Die Perle der Südsee, die du hier angeschleppt hast? Genau die. Mit ihr einen Rum unter Palmen schlürfen. Tag und Nacht. Verwöhnt werden. Glaub mir, so läuft das mit dir nicht. Dann hilf mir. Ich bin einfach zu schlecht im Süßholzraspeln. Kannst du mir nicht eine Blume oder so besorgen? Am besten so eine blaue. Da fahren die Weiber sicher drauf ab. Okay, ich besorg dir eine Blume. Du machst gefälligst den Rest. Okay, ich besorg dir eine Blume. Aber du machst gefälligst den Rest. Abgemacht. Und was die Blume angeht, frag mal Cunningham. Kann zwar kaum einen Säbel halten, aber hat den Durchblick, was Pflanzen angeht. Den haben wir doch schon mal gefragt, wenn ich es richtig erinnere. Aber gut. Moment mal. Du willst den Tempel doch wohl nicht ganz alleine plündern, oder? Ich glaube, ich komme besser mal mit. Ja. Was? Ach, nichts. Alter, das hast du schon mal gemacht. So, brech doch ab. Haha, guckste. Gehen wir also nochmal zu Cunningham und fragen ihn nach der blauen Blume, die wir ihm bereits gegeben haben. Leider haben wir nur ein einziges Exemplar mitgebracht, sodass wir die wahrscheinlich nicht bekommen werden, die er wahrscheinlich noch zu Forschungszwecken braucht. Verdammter Mist. Na gut, dann gehen wir trotzdem nochmal hier hin. Also wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen auf Kieler bleiben, zumindest mal, um rauszufinden, ob wir das tote Land hier irgendwie zurücktreiben können, beziehungsweise ob wir uns in den Dschungel begeben könnte der großen Mauer. Wo ist Cunningham? Da ist er. Cunningham, aufstehen! Ja, kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ihr mit euch brachtet. Es mag euch seltsam vorkommen,
Aber würdet ihr euch bereit erklären, einem Gedicht zu lauschen? Ungern, aber fang doch einfach mal an. Klar, fang an. Ihr seid so gütig? Nun denn. O holde Schönheit ferner Länder. Mir fällt gerade ein, ich habe doch keine Zeit. Zu schade. Aber auf bald, mein junger Freund. Ja, ich habe übrigens noch ein paar Fragen. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Kannst du mir sagen, wo besondere Blumen wachsen? Kannst du mir sagen, wo besondere Blumen wachsen? Nun, ich empfehle euch, dort zu suchen, wo ein niedriger Luftdruck herrscht. Niedriger Luftdruck? Auf hohen Bergen. Anders formuliert, ihr müsst in luftigen Höhen Ausschau halten. Sucht die Behausung der Eingeborenen auf. In ihrer Nähe werdet ihr gewiss fündig. Hier wächst scheinbar jede Pflanze in den Bergen. Nicht jede, aber die besonderen Exemplare schon. Ja, gut, hab jetzt nicht wirklich geholfen, da oben sind magische Kristalle. Quinn, was hast du eigentlich? Nichts Besonderes. Okay, dann würde ich doch mal versuchen, die blaue Blume, ehrlich gesagt, ganz kurz zu ignorieren, weil das mir, ehrlich gesagt, ziemlich egal ist. Der Schatz des Schwertmeisters, auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Warte mal. Wo ist er denn? Lass mich raten, jenseits der Mauer? Nein, da oben. Sollen wir vielleicht mal hingehen und uns den Schatz holen, oder? Und wir machen das sofort. Die Insel ist dort drüben, genau. So extrem weit ist das nicht. Ist die Schildkröte gestorben als in dem Duell? Das Äffchen ja, ist ja klar, aber das ist ja auch okay. Die Schildkröte ist auch gestorben. Nee, sie nicht. Die schläft einfach nur. Gott sei Dank. Ich dachte wirklich, die wäre tot jetzt gerade. So ein Glück. Ach, da oben haben wir doch irgendwie irgendwas erledigt. Sumpfkohle mit irgendwas in der Richtung. Und wir wurden noch angegriffen von irgendjemandem, der sich als, ich glaube, als Wächter ausgegeben hat. Letztendlich aber gar kein Wächter war und sich dann irgendwie wandelt hat in irgendeine dunkle Kreatur, die wir natürlich ja getötet haben. Wie sie das gehört. Bist du dabei, Bones? Du bist dabei. Und wer ist. Oh Gott, stimmt. Ich erinnere mich. Matt ist auch noch dabei. Ich hätte gerade kurz gehofft, dass Matt nicht schwimmen kann. Und vor allem, dass er weg ist. War hier nicht irgendwie auch Patty auf der Insel? Können wir vielleicht auch mal rekrutieren mit, weil da haben wir ja eh wieder ein Schiff, da haben wir wieder so eine total nervige Dame an Bord. Nicht, dass ich irgendwas gegen Frauen hätte, aber Patty ist mit Sicherheit die nervigste oder vermutlich schon in den Top 3 der nervigen Damen in Spielen. Da ist sie wirklich. Mich schön. Zusammen mit Navi von Ocarina of Time und irgendjemand anderem, weiß ich noch nicht. Patty, mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Sehr gut. Dann werde ich ab jetzt mit dir segeln, Captain. Schwierige Lage. Aber wir haben es wieder einmal geschafft. Das mit dem Schiff hast du gut gemacht. Hast du mich gerade gelobt? Ja, aber gewöhn dich nicht daran. Wird nicht so häufig vorkommen. Sprich mal mit deiner Crew. Wird wieder Zeit. Nein. Ist auch schön, dass du sagst, dass wir es geschafft haben, während du ganz am Strand rumstandest. Und vor allem glänzt du im Mondschein. Kann das sein, dass du ein Vampir bist? Ein ganz besonderer Vampir? Wo ist denn der Schatz? Hier lang und dann da hoch. Okay. Und was Schönes haben wir hier nicht vergessen? Nee, haben wir nicht, weil unsere gierigen Augen auch das Okular gar nicht brauchten. Wir finden alles so. Warte mal, hier war noch so ein Wächter. Vielleicht können wir ihn ja ansprechen, jetzt wo wir neue Wächter sind. Weil ich dachte, was Neues. Leonard, ganz kurz. Bist du derjenige, dem wir einem Okular geben sollen? Nein, das waren Talbot und Cox. Hast du sonst noch irgendwas, was du mir verkaufen kannst? Hast du sonst noch etwas, was du mir verkaufen kannst? Achso. Offenbar nicht. Ein Jahl-Einhänger für 750 Gold. Boomergame plus 10. Alchemie und Astralsicht plus 5. Ach nee, ganz ehrlich. Das will doch keiner haben. Ende. Ich nehme an, ich muss da hoch, um den Schatz zu finden. Ja, ich muss es. So. Dann einen kleinen Steinbogen durch und dann ganz kurz ein Gässchen nach rechts. Da ist der Steinbogen. Da kann man schon davor abbiegen. Muss sogar schon davor abbiegen. Dann ist ja gut. So. Zap, zap, und dann haben wir das Ganze auch schon. Irgendwo muss hier wahrscheinlich ein kleines rotes Kreuz aufgemalt sein. Ich brauche dringend noch ein paar mehr Teleporter hier auf der Insel. Weil Kila ist bis jetzt leider nur mit 2 Teleportern bei mir erschlossen. Das birgt natürlich relativ große oder lange Laufwege. Mal sehen, was wir hier haben.
Der Schatz des Schwertmeisters. Ja, 120 Gold, eine Königsmaske, die Maske eines eingeborenen Herrschers und ein zerschlissenes Schwertscheide wahrscheinlich. Hat schon so manchen Kampf überlebt. Schwerter plus 10. Ach, das war nett. Mit Schwerterkämpfen wäre eh, also wenn wir Nahkampfwaffen benutzen. Nicht schlecht, was haben wir da noch sowas machen sollen? Ein guter Zeitvertreib. Ich will mir nicht Messer werfen schlagen. Ich sollte ihm zeigen, wer ein scharfes Auge besitzt. Ja. Wisst ihr was? Zum Ende der Folge versuche ich nochmal Quinn zu schlagen. Klappt ja eh nicht, aber ich will es trotzdem versuchen. Hier. So, dafür habe ich leider momentan vielleicht kein Händchen, was ruhig genug ist, aber ich will es wenigstens probieren, da es auch eine eigene Quest ist. So dass wir praktisch mal jeden einzelnen geschlagen haben. Ist das unser Schiff? Das ist unser Schiff. Das andere ist irgendwie so ein. Da müssen wir überhaupt auch mal hin. Fällt mir gerade so auf. Weil das wäre sozusagen das alternative Schiff gewesen, was wir hätten mitnehmen können. Und was mache ich überhaupt für ein dämliches Gelaufen? Das ist ja ein Traum. Ich muss nämlich in die ganz andere Richtung, zu dem Schiffswrack. Ja, genau. Kann ich eigentlich sprinten? Fällt mir gerade so ein. Ich kann wirklich sprinten. Gut zu wissen. Ich wusste wahrscheinlich ganz heiß, dass ich schnell schwimmen kann, aber schnell sprinten muss ich auch nicht. Gut. Quinn, mein junger Freund. Ich will ganz gerne mal versuchen, sie im Messerwerfen zu schlagen, wenn das irgendwie geht. Leider ist er gerade nicht da. Das ist ja ganz schön doof. Buddy, kann man mit dir Messer werfen? Was denkst du über Miyamiti? Was denkst du über Miyamiti? Naja, eine Nacht mit ihr in einem der Wasserfässer könnte ich mir schon vorstellen. Ein Romantiker. Klar, ich weiß doch, wie man mit Frauen umgehen muss. Wir Piraten haben überall eine Braut sitzen. Also ich jetzt weniger, aber ich könnte, wenn ich wollte. Natürlich könntest du das. Ja. Dann muss ich auch schon gehen und dich in deinen Lügen allein lassen. Slim ist mir egal. Ich brauche wieder ein Bettchen hier, um ein bisschen mehr Sicht zu erlangen. Boost. Da war doch was. Orchids, da war Denk nichts. Denk nicht mal dran. Och, ich mein sehe Gott. Es sofort, wenn du was klaust. Wer ist Quinn? Überleg dir gut, was du vorhast. Ja, das tue ich ja schon. Ich suche nämlich Quinn. Bist du Quinn? Du bist Quinn. Aber du bist normalerweise gerade nicht in der Nähe der Wurfscheibe. Wie? Was ist schon wieder los? Ein Traum. Ich gehe kaputt. Ich werde. Mittlerweile ist es echt ein bisschen viele Träume. Ich meine, es war an sich ein ganz schönes erzählerisches Mittel, aber ganz ehrlich. Ach, es ist wieder ein Jumpscare-Traum. Oh, ja, komm, mach. Warte mal, Kopfhörer kurz abnehmen. Bla, bla, bla. Na, komm, erschrecken. Hui! Total erschrecken. Seele minus 1. Halt deine Finger bei dir! Ach, nichts! Halt mich mal kurz an die Klappe, ich will hier nicht einfach mal pennen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wunderbar. Was würden die eigentlich. Was? Ach, nichts! Sag mal, kannst du mal einen Anspruch bringen? Was würden die eigentlich machen, wenn ich nicht schlafen würde in den ganzen Spielen? Würden die trotzdem mich irgendwann in den Traum verfallen lassen? Da ist der Quinn. So. Komm ran, Quinn. Quinn? Hallo. Jetzt geht er weg. Vielleicht sollen wir einfach nachmittags. Genau, wir warten mal bis nachmittags. Man steht ja da ja an der Scheibe dran oder abends oder wann auch immer. So, Bett bis mittags schlafen. Schirm mal auf mich zu, toll. Ja, das ist, was du zum 10.000. Mal sagst. Wie? Was ist los? Quinn ist hier. Ach, weißt du was, Quinn? Dann eben nicht, dann gehen wir dann gleich zur großen Mauer. So heißt mich auch nicht drauf, mit dir Messer zu werfen. So geil ist das Spiel auch wieder nicht. Und wir müssen, glaube ich, oder können eigentlich schon direkt hier runtergehen oder sowas, nicht wahr? Ja, vielleicht nicht gerade hier runter. Ach, guck mal, hier sind noch Käferchen, das ist ja schön. Aber vielleicht hier runter? Ja, ich denke, das wird gehen. Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Und Matt leider auch. So. Schön an den Fuß des, auf den Fuß des Tales. Ein bisschen orientieren. Ja, das ist so grob richtig. Ganz nett. Und noch diese Wurzel hier mit. Speichern. Hallo, Schweinchen. Guck mal.
Es ist so warm heute, da kannst du mir eine kleine Abkühlung gebrauchen. Matt natürlich auch. Oh Mann, Entschuldigung. Du bist noch nicht tot. Ja, das sehe ich auch so. Aber du bist ja auch noch da als Gegner. Guck mal, Käferchen. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Spinnchen zumindest. Autsch. Mach schon. Mach ich doch schon, ist doch gut. Das war's. Spinnen. So, kann ich deine komischen Drüsen haben oder deine Spinnchen? Spinnenbeine? Ja, wunderbar. Und wo ist die andere? Da unten. Top. Wer ist der Typ da hinten? Den kenne ich ja, glaube ich, noch gar nicht, oder? Tadashi. Oha, Gucho. Du siehst aus wie ein Jäger. Chi, Mia Tadashi, Tufa der Killer. Was macht die Jagd? Was macht die Jagd? Sheshu, Tadashi jung, aber guter Jäger. Chaka Hirutu, immer stolz auf Mia Maluche. Aha. Du kannst mir bestimmt etwas beibringen. Du kannst mir bestimmt etwas beibringen. Chi, doch das werde ich nicht tun. Ich kann nur erfahrene Jäger lehren. Ich habe schon so einige gefährliche Viecher erlegt. Ich habe schon so einige gefährliche Viecher erledigt. Wenn Gucho will lernen von Tonka, er muss beweisen. Zwei Aufgaben habe ich für Gucho, der wollen lernen. Erlege zwei Bestien, die Unruhe in den Dschungel bringen. Wenn Gucho meistert diese Aufgabe, Tadashi wird lehren. Okay, was muss ich also tun, damit du mir irgendwas über die Jagd beibringst? Okay, was muss ich tun, damit du mir mehr über die Jagd beibringst? Bekämpfe deine Kabuki, deine Feinde, deine Angst. Du musst der Wildnis ins Auge blicken. Nur so kann Gucho beweisen, würdig. Ein wütendes Warzenschwein und ein gefährlicher Alligator lauern im Osten. Sieh dich beim großen Wasserfall um. Das sind deine Kabuki. Doch Kapo, Gucho. Sei vorsichtig. Ich hier warten. Okay. Übrigens, der gefährliche Alligator ist schon besiegt. Der gefährliche Alligator ist besiegt. Ich habe gespürt, wie seine Kraft mit Gaia verschmolz. Sein Voodoo ist wieder an seinem Platz. Gut gemacht, Gucho. Okay, dann müssen wir also nur einen Wasserschwein und Wasserfall töten. Gut zu wissen. Wir wollen aber trotzdem ganz gerne auf den Weg. In Richtung Mauer beschreiten. Verlanzen haben wir nicht. Und bevor ich es vergesse, mache ich es am besten gleich noch in dieser Folge. Endlich mal den Teleporter hier aktivieren. Der ja hier irgendwie irgendwo war. Leider werden deaktivierte Teleporter nicht auf der Karte angezeigt. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wo der war oder ob überhaupt jemand war. Haben wir hier einen Teleporter gerade irgendwie in Sichtweite? Das sieht mir nicht so aus. Was ist mit dir denn? Ein toter Affe, der nicht gelootet werden kann, aber auch keine weiteren Bewandtnis hat. Toll! Ich sehe auch keinen Teleporter gerade. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann werden wir einfach mal das nächste Mal die nächste Folge, weiß nicht genau, ob wir uns gerade am Sonntag befinden oder schon am Samstag, weil noch am Samstag, werden wir mal versuchen, dieses Tor zu durchschreiten. Ich hoffe, dass er uns für würdig hält. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.